Das ist das Beste, was uns passieren kann. Denn dann kommt man nicht auf die Idee, das selber zu machen. Der beste Schutz, den wir als Unternehmer haben können, ist, wir können es nicht. Ich heiße Michael Kraft. Ich glaube, ich habe so ähnliche Situationen wie Sie damals mit 26. Also ich auf dem Weg zu... Aber Sie sind jetzt älter als 26, ne? Ja, ich bin jetzt schon älter, ja. Aber die Situation ist ungefähr gleich. Okay. Also auf dem Weg zur finanziellen Freiheit bin ich angefangen, mich mit Immobilien zu beschäftigen. Und die habe ich finanzieren lassen von der Bank. Und also das macht mir auch Spaß, die alte Häuser ins Leben zu bringen. Und deswegen, alte Häuser? Genau, ich saniere die. Also ich mache auch viel selber. Ne? Und deswegen, ich versuche jetzt aus dieser Situation rauszukommen. Sie machen viel selber? Genau, das ist, wie geht das ich weiß, das ist falsch. Ja, aber Sie haben das mit einem gewissen Stolz gesagt gerade. Sie haben sich richtig, so Körpersprache, richtig freudig auf den Schenkel geklopft zweimal. Ich mache viel selber. So, also bravo. Nee, nicht bravo. Also der Tod eines Immobilienmannes oder Frau ist es, wenn man anfängt, das Zeug selber zu machen. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie Handwerker sind oder Immobilienexperte. Das ist ein ganz großer Unterschied in der Identität. Wissen Sie, warum Sie es selber machen? Weil Sie das können und weil sich das andere noch nicht zutrauen. Wenn sich das andere zutrauen, wenn Sie ein Händler sind, wenn Sie das Immobiliengeschäft verstanden haben, werden Sie nicht mehr die Zeit aufbringen wollen und können, irgendwas selber darum zu fummeln. Das ist sehr honorig, wenn man ein altes Haus kauft, hübscht es auf, macht das richtig toll und verkauft es. Aber dann sind Sie kein Immobilienexperte, dann sind Sie Handwerker. Das auch. Und das müssen Sie entscheiden, was Sie wollen. Also ich mache auch Verwaltung alles selber. Also eigentlich, ich will das lernen, was Sie sagen, aber ja. Löffeln noch nie so richtig. Ja, Sie dürfen das nicht selber machen. Sie dürfen das nicht selber machen. Das ist der Unterschied. Wir haben eben über Transformation gesprochen. Und das haben wir alle im Leben, dass wir zu viel selber machen. Ich auch noch. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, wenn wir wirklich transformieren wollen, unser herrliches Selbst rauslassen, dann dürfen wir die Dinge nicht selber machen in bestimmten Branchen. Das ist wichtig. Das muss ich noch lernen. Bitte? Das muss ich noch lernen, deswegen bin ich ja hier. Ja, und da regt sich sofort Protest, weil wir sind großgezogen worden, entweder in einer armen Familie oder einer Mittelstandsfamilie oder bei einer von Ihnen richtig reich groß geworden. So. Dann so wie ich, bei mir war es Mittelstand, manche arm, manche Mittelstand, was auch immer. Und dann hat man uns in die Köpfe gebläut, wie, du musst lernen, wie. Und was sagt der Reiche? Warum ist erstmal wichtig, damit ich meine Gründe habe, aber dann kommt eine ganz andere Frage, die der Reiche immer stellt und deswegen ist er reich. Einer der Gründe. Skalieren und wie kann ich skalieren? Machen lassen. Machen lassen, wer ist die Frage? Nicht wie. Wir verschwenden unsere Zeit, wenn wir zu viel lernen wollen, wie. Jetzt überlegen Sie mal, wie Sie innerlich rebellieren, wenn ich das jetzt sage. Weil alles, was Sie sind, haben Sie erreicht, weil Sie gelernt haben, wie. Und alle Ihre Ziele, die Sie im Moment haben, im Wesentlichen, ohne dass ich jetzt in jedem Ihrer Köpfe wohne, hat damit zu tun, dass Sie fragen, wie kann ich es noch besser? Was kann ich noch lernen und wie lerne ich es dann und wie mache ich es dann? Und wenn wir die Frage aufgeben, transformieren, dann fragen wir wer. Das ist so wie die Raupe, die da rumkrabbelt und sich nicht vorstellen kann, Schmetterling zu sein. Wenn die Raupe, wenn du die fragst, was sind deine Lebensziele, sagt die, geil, ich will auf ein schöneres Blatt, schneller dahin kommen. Aber die hat da nicht irgendwo im Kopf, dass sie ein Schmetterling werden könnte und fliegen könnte. Und wir haben alle im Kopf, wie, mehr von dem wie, besseres wie. Deswegen buchen Sie ja auch meine Kurse, weil Sie mehr von dem Wie wollen. Aber mit den Kursen ködere ich Sie nur, um Sie zur Transformation zu bringen, durch die Kurse natürlich, damit Sie dann fragen, wer. Der wirklich erfolgreiche Mensch fragt, wer. Ein paar Sachen machen wir immer im Wie, das ist klar. Ein Zeitmanagement kannst du nicht delegieren, musst schon dein Leben selber planen. Das verstehen wir schon. Aber die Kernaufgabe, die wir uns im Beruf setzen, wenn wir unternehmerisch tätig sein wollen, muss immer wer sein statt wie.
So, wenn Sie jetzt Zweifel haben, sind wir im Gespräch, dann sagen Sie es. Sie können es nach Hause gehen und sagen, ich denke drüber nach, hat der Schäfer recht? Oder Sie können jetzt sagen, uah! Ja, gib mir mal das Mikro, bitte. Dankeschön. Mein Name ist Tim, Geschäftsführer der Lumosa GmbH. Wir machen LED-Sportplatzbeleuchtung. Jetzt ist es so, wir haben das ganze Ding von der Pike auf letztes Jahr zusammen aufgebaut. Lief super und jetzt haben wir mittlerweile Angestellte. Jetzt habe ich im Kurs gelernt... Wie viele? Es sind mittlerweile 4. Jetzt habe ich im Kurs gelernt... Wer ist wir? Martin Leidel, mein Geschäftspartner. Ebenfalls Geschäftsführer der Lumosa GmbH. Das sind wir. jetzt habe ich im Kurs... Schön, wenn einer schon so sagt, der... Wie heißt die? Herr Moser? Lumosa. Aber wenn er so wieder das GmbH dahinter nochmal zelebriert, ne? Oder? Schön. Da ist einer stolz auf seine Firma. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Jetzt habe ich einen Kurs gelernt, man muss immer produktiv bleiben. Jetzt habe ich von meinen Eltern gelernt, speziell von meinem Vater, wenn du produktiv bist, dann musst du viel selber machen. Jetzt beiße ich das so ein bisschen. Ich habe Schwierigkeiten gehabt, die ersten Aufgaben abzugeben an unsere Mitarbeiter, die das wirklich fantastisch machen. Und ich bin immer noch da drin, diesem Doing so ein bisschen. Ja. Das ganz abgeben sträubt sich ein bisschen bei mir. Ja. Geht das konträr mit der produktiv oder produktiv zu sein, ein Leben lang produktiv sein? Ja, wenn du ein Buch schreiben willst, wie die Dame, machst du das mit der Hand am besten oder auf dem Computer? Und wenn auf dem Computer, mit 2 Fingern oder mit 10 Fingern? Wahrscheinlich würde ich diktieren, oder? Bitte? Wahrscheinlich würde ich diktieren, oder? Boah, super. Ich wollte ihn reinlegen, es hat nicht geklappt. Hör mal. Ja, und einen guten Handgriff hat er auch. Diktieren. Diktieren bedeutet aber, du machst es ja gar nicht selbst, du schreibst es ja gar nicht. Ich kann auch nicht gut schreiben, darum lasse ich das andere machen. Ja, das ist übrigens, das ist für einen Unternehmer das Beste, was uns passieren kann, dass wir etwas nicht können. Ich springe jetzt mal gerade, wir kommen auf den Punkt zurück, ja, aber das muss ich gerade loswerden. Dass wir etwas nicht können, ist, wir haben in der Schule gelernt, das ist schlecht, stimmt's? Wenn es noch fehlerhaft ist, wir können etwas nicht und machen dann noch Fehler, das ist dann doppelt schlecht. Noch schlimmer ist, wir können etwas nicht und machen viele Fehler. Das ist dann ganz schlecht. Und am allerschlechtesten ist, du bist ein Legastheniker wie ich. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Denn dann kommt man nicht auf die Idee, das selber zu machen. Der beste Schutz, den wir als Unternehmer haben können, ist, wir können es nicht. Wir können es nicht. Ja, glaubt ihr denn, dass einer der Vorstandsvorsitzender von Daimler-Benz ist, oder wie die gerade heißen, oder eine andere Automarke, BMW, was weiß ich. Ja, glaubst du denn, der kann das alles, was da im Auto ist? Glaubst du, der kann einen Sitz, der kann einen Tacho, der kann ein Getriebe, der kann die Technik, der kann die Elektronik, ein Computersystem, der kann nicht mal einen Massagesitz. Der kann nichts. Sag dem mal, hier hast du die ganzen Grundmaterialien, hast 3 Monate Zeit, komm mal wieder, gib mir den Massagesitz. Glaubst du, der ist fertig? Da ist nichts, aber was kann der? Der hat ruckzuck 20 Leute zusammen, die ihm den Sitz bauen. Ist das ein Nichtkönner oder ist der produktiv? In 3 Monaten machst du einen Sitz, wenn du es kannst, wenn du es lernst. Sagen wir, es gibt exakte Tutorials, die dir genau sagen, Schritt 1 ist, Schritt 2, Schritt 536, was weiß ich. Und dann hast du den Sitz. Machst in 3 Monaten einen Stuhl, vielleicht. Vielleicht 2, ich weiß es nicht. Und wenn du jetzt 15 Leute zusammen hast, wie viel machen die? Dramatisch mehr, ja. Die machen vielleicht 300 am Tag, wenn sie die Maschinen haben. Also Produktivität, der größte Feind der Produktivität ist der Ein-Mann-Unternehmer. Wenn du produktiv sein willst, musst du möglichst viel produktiv sein, dann brauchst du Multiplikatoren. Bin ich dann auch ein produktiver? Nein, aber das Problem ist nur, dass wir in unserem Kopf das nicht als Leistung zählen. Weil wir so groß geworden sind, zählt für uns als wahre Leistung nur, was wir selber gemacht haben. Ja, weil ich selber gemacht habe, boah, guck mal, das ist honorig. Das andere hat immer, weil wir so groß geworden sind, das müssen wir verstehen, etwas damit zu tun, dass wir Arbeitskräfte ausnutzen. Dass wir uns die Lorbeeren anderer abgreifen und uns draufsetzen. Das sind tiefe Glaubenssätze, Ressentiments, die wir tief in uns drin haben. Dass wir gar nicht verstehen, wie edel es ist, Unternehmer zu sein, wenn wir dem anderen eine Aufgabe geben, die er wirklich gut macht, ein gutes Arbeitsumfeld schaffen für den. Das ist doch herrlich. Da müssen wir stolz drauf sein, das dürfen wir nicht klein machen.
Und ja, je mehr du delegierst, desto produktiver bist du. Okay. Anschlussfrage da dran? Nee, verstanden. Mal sacken lassen. Ja, aber auch muss tief hier drin ankommen.